Ich gehöre zu den Opfern, die Angst vor Gewitter haben. Aber da ich Blitze zum Teil richtig geil finde, solange sie nicht in meiner Nähe stattfinden, malen wir heute Blitze und ich zeige euch, wie es geht. Let's go! Und als allererstes malen wir das ganze Bild einmal komplett schwarz. Und das Ganze lassen wir dann gut antrocknen. Wenn ihr nicht so lange warten wollt, macht das einfach wie ich. Jetzt habe ich mir einen abgeflachten Pinsel genommen und dann Blitz nachgemalt. Und das kann ruhig ein bisschen messy sein. Denn jetzt malen wir erst den eigentlichen Blitz. Dafür habe ich mir einen dünnen Pinsel und weiße Farbe genommen und den dann quasi in den blauen nachgemalt. Als nächstes habe ich mir dann ein helleres Blau zusammengemischt und dann auf der jeweiligen Seite, einmal rechts und einmal links, dann das Ganze nochmal nachgemalt. Als es dann fertig war, habe ich mir dann nochmal die weiße Farbe genommen und dann nochmal über das Weiße drüber gemalt. Denn dadurch sticht er dann noch mal ein bisschen raus und es wird noch ein bisschen knalliger. Und dann sind wir auch schon fertig. Lasst mir super gerne ein Like da und folgt mir für mehr.